Denn dann setzt es einen neuen Part an. Mitten im Satz abgebrochen. Das war scheiße vorbereitet. Okay, dann sage ich jetzt herzlich willkommen beim neuen Part, der jetzt hier startet, damit ihr auch seht, was ich alles mache. Nebenbei sind wir immer noch am Reparieren von irgendwelchen Zeugs. Unsere Allosaurier leben sich ja auch nicht mehr ewig, wenn ich so sagen darf. Oh mein Gott, 31 ist noch ein bisschen was dran. Vielleicht sollte ich ja die Allosaurus auch kämpfen lassen, ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen sie mal so ein bisschen richtiges fettes Fleisch. Pachyrhinosaurus wäre eigentlich nicht falsch. Fällt mir gerade auf. Kann man vielleicht ein bisschen ansehen. Er arbeiten. Nicht unbedingt, da bräuchte man mehr Zeugs. Aber die können die zum Beispiel zu den Kamarasauriern vorfällig nicht reintun. Wenn nicht, dann würde ich die bei den... Was haben wir hier eigentlich noch alles? Kamarasaurus, Olorotitan, Velociraptor. Velociraptor haben noch... Haben die noch kaputte Zäune? Ah gut, der fährt da noch hin. Das Safari-Auto, das Auto von den Rangern ist natürlich noch ein bisschen langsam. Um 1% verschlechtert. Um gerade mal 1%. Die 1%ige Sichtbarkeit. Wir müssen was tun. Es sind jetzt noch 2 Angebote. Was gibt's denn hier? 14 Angebote für Genome. Das will ich auf jeden Fall nutzen. Weil da können wir auf jeden Fall auch was machen. Wir brauchen nur einen guten Preis dafür. Zum Beispiel hier Nodosaurus. 59%. Hererasaurus. Europlucephalus. Ceratosaurus. Kann man nicht mit Allosaurus zusammenhalten, aber trotzdem. Sieht man sich das einfach mal an, dann ist es eigentlich ziemlich gut. Wenn man die Genetiken als seinen eigenen kann. Trodon ist neu. Wenn Trodon neu ist, dann ist er neu. 4 müssen weitermachen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Ich weiß nicht, was wir noch tun sollen. Außer, dass wir uns einfach mal hier so ein bisschen umgucken, was wir hier alles noch erforschen auch können. Aber wir können nicht viel forschen. Gerade in Sachen Infrastruktur. Billigere Baumaßnahmen, effiziente Ver... Das wäre eigentlich nicht gar nicht mal so falsch. Diese Art von Forschung. Wenn wir weniger Geld ausgeben, machen wir vielleicht auch mehr Gewinn. Na gut, die synthetisieren gerade mein Pachyrhinosaurus. Deswegen haben die auch kein zureichendes Dingsbums. Ich versuche es mal bei Kamarasaurus unterzubringen. Wenn die ja fertig sind. Und danach kümmere ich mich um ihre Forschung. Ich finde hier Allosaurier so geil. Ohne Scheiß. Ich meine, seht euch die mal an. Seht euch die einfach mal an. Das sind richtige Prachtkerle. Wer den Allosaurus-Skin übrigens nicht kennt, das ist nämlich der von Battle of Big Rock. Beziehungsweise ist es auch der Jurassic World Dominion Allosaurus, welcher ja im Vergleich zum zweiten Teil viel bulkiger aussieht, also viel bulliger und vor allem sehr viel erwachsener. Das liegt nämlich daran, dass der Fallen Kingdom Allosaurus, der immer diese schmale Schnauze hatte, vor allem ein Jungtier war. Und hier bei dem erwachsenen Tier
hat man sich tatsächlich speziell an Allosaurus Chimpanzini orientiert, der neu beschriebenen Allosaurus-Art von 2017. Ist wirklich, muss ich sagen, eine sehr interessante Tierart. So, ich werde mal versuchen, die bei den Kamarasauriern unterzubringen. Wo waren die überhaupt? Ich glaube, hier waren sie, oder? Es waren der Oloro-Titane. Ah, ne, hier waren sie, stimmt, ja. Ich guck mal, was die wollen. Wenn die mit ein bisschen Pflanzenverlust zurechtkommen, beziehungsweise wenn die jetzt keine Sträucher oder sowas brauchen, dann ist es ja eigentlich voll okay. Mittlerweile haben wir eigentlich immer noch Vielfaltstrafen. Muss ich mal gucken. Also hier, da wo es eingebrochen ist, war glaube ich der Sturm. Da haben wir auch ein bisschen mehr Ausgaben. Die sind wieder ein bisschen runtergegangen. Dafür haben wir jetzt ein kleines Problem mit Gästen. Was für ein Problem habt ihr denn? Saurier wohl 96%. Anziehungskraft 30%. Das ist aber schon gestiegen. Muss ich sagen, das ist ziemlich gut gestiegen schon. Was gibt es denn hier? Die Vielfaltstrafe. Warum? Weil der Allosaurus nicht... Hä, was? Warte mal. Warum wird eigentlich der Allosaurus nur als nicht sichtbar angezeigt? Kann man das nicht mal erklären? Ich meine, ich habe doch hier... den Allosaurus hier drin. Stimmt. Und die sind doch eigentlich auch immer hier. Ah, die laufen dann mal hier raus. Ja, das ist schon merkwürdig. Irgendwie. Aber hey. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Weil ich habe nämlich eigentlich schon ein verlockendes Angebot von Diplodocus gekriegt. Sagt bisher einsam. Ah, das Wichtigste fand ich immer hier. Bestand ist okay. Pflanzenfasern wollen die haben. Gab es da nicht noch diese freie Stelle? Kann ich die so ein bisschen klein machen und Pflanzenfasern erhöhen? Oder würde das zu viel sein? Ich meine, das würde tatsächlich wieder ein bisschen Wald vernichten. Von den Kamarasauriern. Ist das über Pflanzenfaser, was ich hier gemacht habe? Ich glaube, nein. Hä? Wer hat jetzt... Entschuldigung, wer hat jetzt eine niedrige Gesundheit? Inzwischen kann ich so ein bisschen... Okay, das ist jetzt okay. Das ist jetzt alles okay. Und wer hier... Hallo? Was ist mit dem los? Hä? Ist der krank? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier los ist. Sind die verbuggt? Ist das schon wieder so Game-Breaking-Bug? Bitte sag nicht, dass es wieder ein Game-Breaking-Bug ist. Weil hier schlafen sie nämlich. Ich will einfach nur mal gucken, was hier los ist. Was ist los mit hier? Gesundheit. Keine Komfortdaten. Ich glaube, der ist crank. Ich glaube, der ist crank. Oder? Ich habe keinen Krankenwagen.
Das kann doch nicht wahr sein. Ist es der Grund, warum die ja gerade in der niedrigen Gesundheit sind? Bitte sag mir was. Oh mein Gott, die sind die ganze Zeit krank. Und es kann doch nicht wahr sein. Und ich wundere mich ja, warum die niedrig sind. Diese Gebäudegenauigkeit. So. Toll, jetzt muss ich so ein Ding hinbauen. Und ich muss hoffen, dass sie nicht sterben. In der Zwischenzeit, weil das sind wirklich alle infiziert. So, ich denke, das reicht jetzt aber. Jetzt kann ich die nämlich erstmal bestimmen lassen. Vor allem du, du, du und du. Das ist jetzt alles wichtig. Dann werde ich gleich wissen, was denen fehlt. Aber ich glaube, dass ich die tatsächlich schon vom Markt so mitgebracht habe. Kann ich mir tatsächlich sehr vorstellen, dass gefährdet jetzt auch meine ganzen Tiere hier. Krankheit ausgebrochen. Avipox-Virus. Ausgerechnet Avipox. Oh, hatte ich das nicht? Oh nein, bitte nicht. Was? Oh mein Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Gott. Warum quält man mich schon wieder mit Avipox-Viren? Forschung ansehen. Auffüllen, 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 heilen. Zumindest heilen müsst ihr können. Alles klar. Ich werde die Avipox-Viren wahrscheinlich nie kriegen. Also nie erforscht kriegen, meinte ich. Ich werde mal was versuchen. Dafür müssen sie aber den anderen hier locken. Als mit dem. Auch Avipox-Viren erkrankt. Warte mal. Nein. Würde ich sagen, dass ich ja sagen kann, warte mal. Jetzt ist er auch infiziert. Aber der ist zumindest ein bisschen geheilt worden. Zumindest konnte ich den ein bisschen heilen. So, jetzt will ich mir nicht was probieren. Kann ich das tun? Kann ich den jetzt hier reinstecken? Hallo? Gerade für Dragorex ist das nicht gut. Zu nah an Dragorex. Ah, die sind überall Dragorexe. So. Da würde ich die anderen auch erstmal reintun. Nein. Geht das jetzt? Nein, geht nicht. Ich hasse Avipox. Mach ich hier ein Tor hin? Ich will zumindest den hier noch ein bisschen heilen. Heilen ist wichtig.
Oh, der Helikopter braucht so lange. So, der kann ja auch erstmal drin bleiben. Oh mein Gott, ey. Haben die noch eins? Sie versuchen aus. Oh nein, sie versuchen aus. Oh, das kann doch nicht. Oh, hell seine Klappe, nein. Ist mir egal, ich habe wichtigere Dinge zu tun. Muss ich einfach mal ein bisschen. Ein bisschen auf die Sicherheit der Dinos achten. Ich weiß nicht wirklich, wie sich das anfühlt. Sie wissen schon, wenn einem vollkommen Jungs vertraut und wird. Wie ist das? Wie fühlt es sich an? Das ist ein fremdes Konzept. Wie? Du sollst sie doch betäuben? Habe ich nicht gesagt, du sollst sie betäuben? Für mich, wie dieses Was für hat eine sie Homo hier. davon gehört? Ein maltesisches Murmelspiel. Hey, wir sollten das mal spielen. Sofern Sie mir Wenn ich wegen vertrauen, denen dass jetzt ich sie meine nicht Olore schon Titanen verliere, weil die nicht sich nicht ausarschen können. Ich auch nicht weiter. So, der ist jedenfalls schon mal kalt gestellt. Buchstäblich. Ich schmeiß jetzt. Ich glaube, ich schmeiß jetzt alle da rein. Die müssen jetzt alle ja da rein. So, der kommt jetzt auch da rein. Auch da rein. Ich weiß nicht sicher, auch da rein. So. Und dann schmeiße ich den noch Energieauffülldingsbums rein. Rein, 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 rein. Und da auch. So. Nein, warum ist das? Was ist jetzt mit den. Oh, wieso ist da. Oh, ich. Ich habe die Dracorexe damit eingesperrt. Die brauchen das eigentlich nicht, oder? Warte mal. Das will ich mal ganz kurz mal Einfangteam machen. Irgendwas mit meinem Auge. Erstmal betäuben, betäuben. Reparieren. Es war mir irgendwie schon wieder klar, dass es schon wieder irgendwie schief läuft. Weil Baum. Leider werde ich das nicht sofort. Nein, er wird weglaufen. Und er läuft weg. Toll. Weil er jetzt einsam ist. So, jetzt gucke ich mal, wo die Dracorexe sind. Da ist einer. Da ist einer dazwischen. Wo habe ich den gerade gesehen? Hallo? Ich will wissen, wo der Dracorex ist. Ich muss den rausholen. Da ist er. Gut, und was jetzt? Dracorexe. Ist es wirklich wahrscheinlich keine. Und die sind alle krank. Und die sind alle krank. Oh mein Gott! Jetzt kommt hier alles. Mann!
können sich nicht eine Minute um sich selbst kümmern. Verletzt. Geh rein. Ich will wissen, warum hier die Quarantäne nicht funktioniert. Wie funktioniert denn diese bekackte Quarantäne hier? Dracorex. Ich sehe Dracorex. Nein. Ich will das nicht. Das will ich auch nicht. Genau. Nein. Oh, komm, ey. Okay, Dracorex. Nee, es ist eine Pachyrhinosaurus, aber die sind zufrieden. Die sind zufrieden, aber wir gehen schon wieder gerade die Dracorexe auf den Senkel. Die haben sich angesteckt. Die haben sich an die Viecher angesteckt und... Nein, er ist tot. Er ist draußen, meinte ich. Nein, ich will nicht zu dem Ding hin. Ich komme gerade wirklich sehr durcheinander, das merkt ihr, oder? Gott, ich habe das gerade überhaupt nicht unter Kontrolle. Egal, scheiß drauf. Ich baue das jetzt einfach weg, damit die wieder Platz haben. Ich will das jetzt einfach nicht mehr haben. Ich will das jetzt einfach nicht mehr haben. Ich will, dass die trotz allem zufrieden sind, obwohl sie hier... Ausgerechnet Avipox. Ich hasse Avipox. Avipox. Kann ich das hier ein bisschen... Oh, mein Gott, das ist zu nah. Warum sind die auch so nah dran? Geht doch weg. Mann. Geh weg, geh weg. Ihr sollt weggehen. Danke. Habe ich jetzt zumindest das hier gemacht. Alter, es geht mir sowas von auf den Senkel. Da ist noch ein Dracorex irgendwo unterwegs. Das ist ein Velociraptor. Also wirklich, das geht mir ohne Scheiß jetzt auf den Senkel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Außer die Dinosaurier so hin und her zu transportieren. Dass die erstmal wieder wach werden. Sich erstmal um sich selbst kümmern. Und... Alter, die Dinosaurier sind purer Scam. Muss ich echt mal sagen, dass die einfach purer Scam sind, so wie die verkauft werden. Man verspricht einen qualitative Dinosaurier und der Kack ist, man bekommt die so nicht. Oh, der erste ist tot. Wunderbar. Wunderbar, der erste ist tot. Weil die alle zu dämlich sind. Ich will doch nur diese scheiß Medizin haben. Warum gönnt man mir das nicht? Wirklich nicht. Wie? Neuinfektion. Oh Gott. Das geht mir sowas von auf den Senkel. Heilen, heilen, heilen. Warum kann man nur so wenig heilen? Kann mir das jemand mal erklären? 3 tot. Wie? 4 tot. Hä? Wo sterben die jetzt alle? Oh, sterben die alle auf einmal weg? Oh nein. Ich hätte die Olorotitane nicht kaufen dürfen. Mann. Die haben schon wieder meinen gesamten Dinosaurierbestand hier in diesem Gehege angesteckt. Rip in Pieces.
Das sind 4 Tote. Das sind 3. Und die Dracorexe kämpfen wieder gegeneinander. Toll! Als ob ich nicht schon genug Sorgen hätte. Nein, die haben einfach nur Avipox-Viren. Nee. Das ist so unfair. Ich habe jetzt mehrere Millionen. Vielleicht kann ich dafür zumindest auch ein paar Genetiken holen. Genome hier. Gute Preise, Ceratosaurus. Gute Preise, Albertosaurus. Oh, wie Raptor hatten keinen so guten Preis. Wenn Sie den Kauf trotzdem, das sind nur 41%, würde ich nicht nehmen. Aber an Ihrer Stelle würde ich es mir zweimal überlegen. Ist jetzt irgendwas passiert? Ich glaube, ich kann die nur noch sterben lassen. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich muss langsam mit der Tatsache in die Tatsache in die Augen sehen, dass ich damit einfach nicht erreichen kann, wenn ich mir diese dubiosen Angebote hier durchgehen lasse und einfach die ganzen Dinosaurier dann durch diese scheiß Avipox-Viren wegsterben. Wirklich, wenn ich jetzt Minus mache, dann nur wegen diesen Avipox-Viren. Weil die dürfen jetzt alle tot sein. Also gut wie tot. Das geht schnell. Moment. Habe ich... Das Viren-Dingsbums ist weg. Heißt das, ich kann es jetzt erforschen? Will ich es wissen? Ich kann es erforschen, Jungs und Mädels. Endlich! Nachdem mein gesamter Bestand hier weggestorben ist. Nachdem der gesamte Bestand hier weggestorben ist, ist es endlich so weit. Ich kann es erforschen. Gott, was für ein Krampf. Diese Verluste hätten auch einen erspart bleiben können. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich erforsche das jetzt und verkaufe den Rest. Ich glaube, ich bin besser dran, wenn ich die Dinosaurier hier alle nicht mehr halte. Aber trotzdem mit den Millionen, die ich jetzt habe, zumindest ein paar bessere erschaffe. Die ist einfach mal gerecht. Das ist einfach mal gerechtfertigt ist. Zum Beispiel Ceratosaurus. Ich muss die ausruhen lassen. Ich habe keine andere Wahl. Sonst verliere ich schon wieder irgendwelche an dem. Ich gucke einfach mal, was die alles für Dinger haben. Zum Beispiel, der hat eine Genetik von 7, den nehme ich. Du bist cool, Alter. Wenn die alle so einen bestimmten Wert haben, dann sind die einfach nur cool, die Leute. So, da werde ich jetzt tatsächlich beim Rainshot hier... Nee, bei dem... die letzten Tiere heilen. Ich habe jetzt gerade kein Geld mehr, oder? nein, so nicht. Vielleicht wollen die auch einfach nur, dass ich ein paar Fleischfresser hole. Ich meine, falsch wäre es nicht. Wo ist mein Krankenwagen?
So, Ceratosaurus. Wissenschaftler zuweisen. Bam, bam. Oh, das geht sogar. Dank dem Genetiker, dass der das kann. Der neue Genetiker. Macht gerade sehr viel aus. Oh, der nächste ist tot. Was sind jetzt wirklich an? Oh, die Dragorexe sind alle weggestorben. Nicht gut. Infektion, Avipox-Virus. Gesundheit geht runter. Ich verkaufe. Entweder verkaufe ich den oder ich glaube, ich verkaufe den. Das können mir das Genick brechen. Das könnte mir allgemein das Genick brechen, dass ich den jetzt versuche zu verkaufen. Bist du zu dämlich, die zu pieksen? Fährst hier hinterher und machst gar nichts hier. Oh Gott, ich habe kein Geld. Ich glaube, ich schaufle mir mein Grab gerade selbst. Wie verdient es eigentlich aus? Ja, ist schon ein bisschen runtergegangen, seitdem ich die ganzen Dinosaurier, die an den Avipox-Viren verloren habe. Es ist nie gerade sehr gut. Bringt mich nicht gerade sehr viel weiter. Da müssen wir tatsächlich so ein bisschen versuchen zu improvisieren. Also, sind das jetzt die letzten, die ich geheilt habe? Du kannst sie ruhig. Nee, der ist tot. Okay. Ich habe nichts gesagt, der ist tot. Bist du, du dämlich oder war wirklich das dämlich? Ist das dämlich? Der kann doch nicht einfach hier hinterher von nichts tun. Warum können die das nicht? Warum ist dieser Krankenwagen zu dämlich, das so überhaupt zu machen? Oh, ey, regen die mich auf. Wenn ich genug Geld von meinem Ceratosaurus zusammen habe, dann kommen die jetzt da rein. Komm schon, noch 10 Dinger, ja. Ja, genau. Gib mir dies, gib mir das. Ne, das können die mir nicht geben, aber die brauchen trotzdem ein paar. 100.000. Ne, 1 Million war das jetzt. Eine Mille wird es mir kosten. Oder? Oder kostet das hier oder was? 1 Million, 10 bis 2 Millionen kann das kosten. Können die wenigstens aus, können die allein leben oder fühlen sie sich einsam? Okay, die Krankheit ist weg. Damit aber auch. Wisst ihr, was ich jetzt einfach tue? Ich improvisiere mal so ein bisschen mit meinem Zeug. Ich habe ja doch noch ein paar Dinosaurier. Warte mal, ich habe Dinosaurier auf dem Hafen, die krank sein könnten. Aber ich habe jetzt die Avipox-Viren das alles erforscht. Eigentlich durfte das mir nichts bringen. Nichts Schlimmes machen. Deswegen würde ich sagen, wir schleppen mir einfach mal ein paar Dilophosaurus ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9. Müssten 9 sein oder so. Ja, die sind nur schon wieder krank. Müssen wir gleich mal. Du bist zu dämlich. Krankenwagen. Du bekommst jetzt eine neue Aufgabe von mir. Du wirst mir jetzt. Jetzt sagen, was diese Dilophosaurus für ein Problem haben. Der Olorotitan, der jetzt da ist, der wird noch sterben. Und er stirbt wegen den Dilophosauriern. Nicht wegen den Krankheiten. So, dann gucken wir.